Im Wald von Spengawsken, polnisch Lasse Spengawskie, erinnern 39 Massengräber und ein Gedenkstein an polnische Zivilisten, die von deutschen Einheiten ab September 1939 erschossen wurden. Spengawsken liegt in der Nähe von preußisch Stargard, polnisch Starogard Gdański. Von 1920 bis 1939 gehörte der Ort zu Polen und war Teil des sogenannten Korridors, der die Provinz Ostpreußen vom Deutschen Reich trennte. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 begann die systematische Verfolgung von Angehörigen der polnischen Oberschicht. Einheiten von SS und volksdeutschem Selbstschutz führten im Rahmen dieser Intelligenzaktion Erschießungen von tausenden Zivilisten in den eroberten Gebieten durch, um Polen als Staat auszulöschen und das Gebiet zu germanisieren. Bis Mai 1940 fielen insgesamt bis 40.000 Menschen diesem Massenmord zum Opfer. Im Wald von Spengawsken töteten vor allem einheimische Deutsche ungefähr 7.000 Polen. Ende 1944 gruben Angehörige eines SS-Sonderkommandos viele dieser Leichen aus und verbrannten sie, um Spuren zu beseitigen. Spengawsken ist nach Piasnitz, polnisch Piaśnica, bei Danzig, der Ort mit den meisten Opfern dieser ersten Hinrichtungswelle in diesem Teil Polens. Die Gedenkanlage im Wald von Spengawsken ist den bis zu 7.000 erschossenen polnischen Zivilisten, meist Angehörigen der Oberschicht wie Lehrer, Priester, Bürgermeister, aber auch Juden sowie etwa 2.000 psychiatrischen Patienten der Heilanstalt Konradstein Kocborowo bei Preußisch Stargard gewidmet. Nach Kriegsende wurde eine polnische Kommission gebildet, die die Mordstätte im Wald untersuchte und dafür 32 Massengräber mit je 250 bis 450 Leichen öffnete. Der zentrale Stein trägt die Inschrift: Erde, geheiligt durch das Blut von Polen, die für die Freiheit des Vaterlands fielen. Die Gedenkanlage im Wald von Spengawsken ist jederzeit zugänglich.